Wenn du dich fühlst, als hättest du Blei an den Füßen, wenn du vor lauter Schwitzen zerfließt, hilft dir das neue Punica Sport. Das herbfrische Sportgetränk mit wertvollen Mineralstoffen. Gib deinem Körper zurück, was er verloren hat. Und dann... Nach dem Sport Punica Sport. Gib dir zurück, was du verloren hast. Ich mag meine Gäste, ich mag die Action, die Großstadt. Das ist meine Welt. Ein Freund hat mal zu mir gesagt, die City ist ein Dschungel. Ich finde, sie ist ein wunderbarer Dschungel. Für die City braucht man ein Auto, das spontan reagiert, kraftvoll und sicher. 3 Uhr morgens. Das ist meine Zeit. BMW 316i Kompakt. Je voller das Leben, desto besser ist er. Ist Bausparen nicht etwas konservativ? Ist Miete zahlen etwa fortschrittlich? Wir geben Ihre Zukunft ein Zuhause. LBS, die Bausparkasse der Sparkassen. Nach dem Sport neu. Jetzt auch Punica Sport Orange. Schmeckt herrlich orangig. Mein schwerster Fall war ich selbst. Rainer Hunold. Bevor ich 22 Pfund in nur 7 Wochen abgenommen habe. Wie? Ganz einfach. Mit SlimFast. Ein SlimFast-Diätdrink ist genauso nahrhaft wie eine volle Mahlzeit. Ich zeige Ihnen mal, wie das geht. 3x täglich SlimFast. Wirklich lecker. Abends gibt's noch eine warme Mahlzeit, ganz nach Plan. Durch SlimFast fühle ich mich richtig fit, wie neugeboren. Und Ihnen wird's genauso gehen. SlimFast. In einer Woche verlieren Sie Pfunde. Wop. Wop. Mit schwerer Mayonnaise schmeckt alles ganz fade. Dagegen ist Miracle Whip nicht nur locker, sondern auch würzig. Würzig. Miracle Whip schmeckt nicht wop, wop, sondern locker und würzig. Und jetzt eine Reise in die USA gewinnen. Sagen Sie uns Ihre Idee für ein Sandwich mit Miracle Whip. 030 19880. Wie kann ein Kätzchen mit einem Magen so winzig wie ihr Daumennagel einen so großen Lebenshunger stillen? Mit Whiskas für Katzenkinder geben sie ihrem kleinen Energiebündel alles, was es zum Großwerden braucht. Katzen würden Whiskas kaufen. Pro7 Nachrichten, ich begrüße Sie. Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat die Deutschen zur Teilnahme an der Europawahl aufgerufen. Wer sich an dieser Wahl nicht beteiligt, der verweigert seine Stimme auch der zukünftigen Entwicklung seines eigenen Schicksals, so von Weizsäcker. In 8 Ländern der Europäischen Union wird am Sonntag gewählt. Vor allem in Spanien und Italien wurde die Europawahl auch zur Abstimmung über die jeweilige Regierung hochstilisiert. Der Wahlwerbespot eines Medienprofis. Der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi macht die Europawahl zur Abstimmung über seine Regierung. Sollten sich die meisten Wähler für die Forza Italia aussprechen, und darauf weisen jüngste Umfragen hin, würde das Berlusconis Führungsposition gegenüber Neofaschisten und der separatistischen Lega Nord erheblich stärken. Auf die andere Seite Europas und auf die andere Seite des politischen Spektrums. Spaniens regierende Sozialisten sind stark angeschlagen. Ministerpräsident González beschwört seine Anhänger regelrecht, ihm die Korruptionsskandale der vergangenen Monate bei den Wahlen nicht anzulasten. Doch die Chancen stehen schlecht. Die Regierung ist unpopulär wie nie. Erwartet wird erstmals ein Sieg der rechten Volkspartei. Und für deren Führer José María Aznar ist ein Sieg bei den Europawahlen auch ein Schritt in Richtung Regierungsfähigkeit in Madrid. Im neuen Europaparlament in Straßburg werden 567 Parlamentarier aus den 12 EU-Mitgliedstaaten sitzen. Das sind 49 mehr als bisher. Denn nicht nur das wiedervereinigte Deutschland wird künftig stärker vertreten sein.
Im Wesentlichen hat das Europaparlament zwei Aufgaben. Zum einen ist es das Kontrollorgan der Europäischen Union, zum anderen vertritt es die Interessen der Bürger Europas gegenüber dem Europäischen Rat und der Europäischen Kommission. Konkret heißt das unter anderem, es entscheidet mit über gesetzliche Regelungen der Union und es muss um seine Zustimmung gefragt werden bei der Erweiterung der Gemeinschaft und allen internationalen Verträgen der Union, bei der Ernennung des EU-Präsidenten, der EU-Kommission und der EU-Kommissare sowie bei der Verabschiedung des Unionshaushalts. Diese Rechte des Europäischen Parlaments werden nach den Plänen der Gemeinschaft in den kommenden Jahren weiter ausgebaut. Gibt es in Deutschland bei der Europawahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Union und SPD? Die Meinungsforscher meinen ja. Bei den bisherigen Europawahlen sind sich Christ und Sozialdemokraten, was die Wählerstimmen angeht, immer näher gekommen. Bei der ersten Wahl zum Europaparlament konnte die CDU-CSU noch fast die Hälfte aller Stimmen auf sich vereinen. Die SPD folgte fernab bei stark 40%. 5 Jahre später näherten sich die beiden großen Kontrahenten allmählich beim Stimmenfang an der Europaurne. Die Grünen dagegen zogen kräftig an. Bei der letzten Europawahl lagen CDU-CSU und SPD fast gleich auf. Die FDP kam wieder über 5%, die Grünen erreichten 8,4%, die Republikaner kamen im sechsten Jahr nach ihrer Gründung auf 7,1%. Der Sonntag wird ein super Wahltag. Nicht nur die Europawahl steht an, sondern auch Kommunalwahlen in mehreren Bundesländern. In 7 Bundesländern laufen Kommunalwahlen. In Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und im Saarland. In 3 Ländern regiert eine CDU-FDP-Koalition. In Sachsen hatten die Christdemokraten die Mehrheit. Im Westen wollen die Sozialdemokraten ihre Position in dem von ihnen geführten Saarland ausbauen und die Koalitionsregierung in Rheinland-Pfalz absichern. In Baden-Württemberg regiert seit 2 Jahren eine große Koalition. Trotz der geplanten Verhandlungen, die Postler haben weiter gestreikt. Mehr als 60 Postämter blieben geschlossen. Für die bevorstehenden Gespräche erwarten die Arbeitnehmer ein verhandlungsfähiges Angebot, heißt es aus der Gewerkschaftszentrale. Solange würden die Aktionen fortgesetzt. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Die Telefonauskunft blieb unbesetzt. Auch in den Postämtern ging nichts mehr. Allein in Bayern blieben 4 Millionen Briefe liegen. Über 4000 Postler beteiligten sich an den Warnstreiks. Bundesweit blieben Schalter zu und Briefkästen leer. Eine Ausnahme gab es. Unterlagen für die Europawahl wurden überall weiter befördert. Ob die Warnstreiks den gewünschten Erfolg erzielen, wird sich am Sonntag zeigen. Dann treffen sich die Tarifpartner zu neuen Gesprächen. Er hält nicht, der Waffenstillstand im Jemen. Erneut hat die nordjemenitische Luftwaffe die südliche Hafenstadt Aden angegriffen. Und wieder auch die einzige Raffinerie im Südjemen. Zwischen 9 und 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit begannen sie ihren Luftangriff auf die Raffinerie, die nahe der Stadt Aden liegt. Die Anlage ist immer wieder Ziel nordjemenitischer Luftwaffenangriffe, da sie den einzigen Reichtum Südjemens darstellt. In der Zwischenzeit verschlechtert sich die Lage für die Bewohner der eingekreisten Stadt Aden immer mehr. So gibt es durch die teilweise zerstörte Raffinerie nicht nur Probleme mit der Benzinversorgung, auch die Wasserversorgung hat sich verschlechtert, da nordjemenitische Truppen Wasserwerke 18 Kilometer nördlich von Aden zurückerobern konnten. Neues Massaker in Ruanda. Angeblich 170 Flüchtlinge sind in Kigali aus einer Kirche von regierungstreuen Milizionären verschleppt und massakriert worden. Die Miliz gilt als Hauptverantwortliche für die Massenmorde. Bisher wurden, so schätzen die Hilfsorganisationen, rund 500.000 Menschen umgebracht. Richard von Weizsäcker sagt Danke. Danke an über 3.500 ehrenamtliche Helfer, die er zu einem Gartenfest in seinen Amtssitz geladen hatte. Pünktlich zur feierlichen Intonation der Moldau setzte der Regen ein. Dennoch ließen sich weder Gastgeber noch Gäste die Stimmung verderben. Mit der Einladung der Helfer aus ganz Deutschland würdigte der Bundespräsident deren tagtäglichen persönlichen Einsatz. Die ehrenamtliche Hilfe ist es, die unsere Gesellschaft trägt und zusammenhält. Gleichzeitig wollten sich die von Weizsäckers mit dem Fest öffentlich aus Schloss Bellevue verabschieden. Am 1. Juli wird dort der neue Bundespräsident Roman Herzog einziehen. Wenn Richard von Weizsäcker in Kürze aus seinem Amt scheidet, dann will er nach eigenem Bekunden nicht in die Parteipolitik zurückkehren. Umso mehr wird er jedoch auch für die Zeit nach seiner Amtsperiode die Möglichkeit haben, politisch zu integrieren und unbequeme Wahrheiten offen anzusprechen.
Riesenjubel in München. Nach dem VfL Bochum und Bayer Uerdingen ist der TSV 1860 der dritte Aufsteiger in die erste Fußball-Bundesliga. Ein 1:0 reichte den Löwen gegen Meppen für den Sprung ins Fußball-Oberhaus. Mitkonkurrent St. Pauli verlor dagegen in Wolfsburg klar mit 1:4. Für 5 Vereine heißt es vorerst einmal Abschied nehmen vom Profifußball. Für die Stuttgarter Kickers, Jena.